Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum nächsten Zoobesuch. Dieses Mal sind wir im Santa Domingo Zoo von Haifisch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid und dass ich diesen Zoo besuchen darf. Bisschen laut hier durch die Lautsprecher, ich weiß gerade gar nicht, wo einer ist. Da stand direkt einer. Ein bisschen vorgehen. Heute Zoobesuch, wie jeden Sonntag, beziehungsweise wie fast jeden Sonntag. Da ist auch noch ein Lautsprecher. Ja, ist ja klar, dass hier laut ist. wenn ihr auch möchtet, dass ich euren Zoo eventuell mal besuche, schickt mir gerne den Link auf Discord oder Steam oder über Instagram. Die Kanäle dazu sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann kann es sein, dass ich dann zu Besuch. Allerdings nur, wenn er fertig ist. Das war so ganz nebenbei. Gut, lass doch mal reinstarten. Ist ein kleiner, aber feiner Zoo. Jetzt wird mir das echt ein bisschen zu laut. Rundweg führt dort lang und da darf ich gar nicht durch. Was ist denn? Schlechter Scherz. Bin ich mal gespannt. Einmal nochmal bitte gucken. Hier schön mit Wegbegrenzung, ne? Man kennt's. Auch hier mit den Steinen. Finde ich gut. Und überall mit Musik gearbeitet. Das finde ich auch nice. Der Zaun ist vielleicht ein bisschen heftig, dass man hier nicht reinfällt in den Brunnen. Aber ansonsten ist der Brunnen eigentlich ganz schick. Warte mal, das war eigentlich ganz cool. Das ist ein Tropenbiom, in dem wir sind. Was ein cooler Brunnen. Finde ich nice. Dann hier ein paar Häuser. Also ein paar Shops. Hinten sind Toiletten. Ganz schön viele Lautsprecher hier. Da ist Druckbeschallung, Leute. Musikdruckbeschallung. Ach, guck mal hier. Die waren auch da. Moin. Was stehst du hier? Okay. Ich habe bis jetzt noch keine Tiere gesehen, ne? Nur hier protestierende Leute, die sehr unzufrieden sind. Und schön mit Musik überall. Ich liebe ja die Musik. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube ja, ne? Rundweg, Rundweg, Ausrufezeichen. Als wüsste ich nicht, wo der Rundweg ist. Okay. Gehen wir mal hier lang. Das war ja hier, wo Rundweg ist. Ist aber schön gemacht mit den Pflanzen überall, ne? Muss man einfach mal sagen. Ach, da gibt es gleich ein Gespräch hier. Nicht Babyflusspferde, wie heißen die denn? Zwergflusspferde? Nice, hier ein bisschen mit dem Licht, ein bisschen blöd. Da ist eins. Hallo. Hallo, Zwergflusspferd. Sweet. Und es ist ein kleines Tropengehege. Auf der anderen Seite den Kasuar sehe ich gerade. Hier wird gleich gesprochen, aber man kann die gar nicht sehen. Ah, so blöd. Hier jetzt das Wasser. Ach, guck mal, da liegt auch noch eins. Die hängen ja meistens im Wasser rum, ne? So Zwergflusspferde. Das ist aber auch im Real Life. So, jetzt haben wir den Kasuar gar nicht richtig gesehen. Rundweg geht da lang. Aber ich möchte gerne Kasuar gucken. Vielleicht haben wir Glück und wir finden einen. Sieht aber gerade nicht so aus. Das ist aber eine schöne Brücke, so eine kleine, süße Brücke. Okay, vielleicht sehen wir den Kasuar später. Gehen wir weiter hier lang. Zählt das eigentlich als Pergola oder nur als Zaun? Was so ein Zaun natürlich macht, ist, dass es so ein bisschen schlauchig ist, ne? Also gefühlt, als wärst du in so einem abgegrenzten Bereich, wo der Zoo dann ist. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil es ist eigentlich immer ganz schön, wenn man ein bisschen gucken kann. Und den Zaun dann vielleicht ein bisschen später baut und dazwischen dann ein bisschen Pflanzen hat. Also das hier ist halt sehr schlauchig, sehr industriemäßig, kann man das so sagen? Ich glaube, das ist das Wort, was das ganz gut beschreibt. Finde ich auf jeden Fall mal. Hier sind kleine Pandas drin. Da schlafen zwei. So sweet. Und da klettert einer gerade hoch. Ist aber da läuft auch einer. Das ist ein süßes kleines Panda-Gehege, ne? Guck mal hier hinten auch diese Kletterstruktur und so. Da hinten ist noch einer. Sieht aber geil aus mit den Pflanzen und den Steinen. Da ein bisschen Wasser und so. Ja, finde ich gut. Finde ich halt nice. Sieht ganz cool aus. Kann man so sagen. Rundweg führt da lang. Aber hier kann man sonst auch noch mal gucken. Überall Musik. Finde ich ganz schön eigentlich. So, Rundweg führt hier rein zu den Koalas und Kängurus. Ach, guck mal. Ach, guck mal, hier ist ein Känguru-Gehege. Da passt der Zaun dann natürlich, ne? Das muss man dann auch sagen. Da passt dann der Zaun an der Seite, dass das dann ganz gut aussieht.
Da hobbeln sie. Die kleinen Kangaroos. Ist aber nicht so groß, wie man das eigentlich erwartet, ne? Von so einem Känguru-Gehege. Ist aber süß. Und hier Koalas. Da wird auf jeden Fall geklettert da oben. Angeblich sollen die am Meer jetzt klettern, als unten auf dem Boden rumlaufen. Schön wäre es ja. Sieht auf jeden Fall schon so danach aus, ne? Wie viele hier auch drin sind. Ganz schön viele Koalas. Hier sind Wagen. Das ist auch cool, ne? Die Farbe gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist hier eigentlich eine Toilette drin? Ja. Da ist ein Mitarbeiterweg, so wie das aussieht, oder? Ja. Ach, guck mal, hier nach hinten raus. Ach, das sind die kleinen Pandas. Okay. Ja, so ein Backstage-Bereich, ne? Hier kann man ja jetzt mit den neuen Sachen arbeiten, mit denen aus dem Arterhaltungspack. Achso, dann kann man hier sonst auch nochmal Koalas gucken. Wenn die Musik nicht so hart laut wäre, ne? Ach, guck mal, das ist doch ein cooler chinesischer Zaun. Und dahinter sind Komodo-Warane. Mal schauen, ob wir einen finden. Da schwimmt einer. Ja, Komodo-Warane, also Komodo-Warane, die baut man auf jeden Fall viel zu selten. Habe ich insgesamt, glaube ich, nur zweimal gehabt. Also, zwei oder dreimal habe ich die gehabt. Da geht auf jeden Fall was. Sieht cool aus mit der Mitarbeiter-Dings hier. Irgendwie. Den Zaun finde ich halt auch cool, wie gesagt. Hätte ich nicht gedacht. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Was ist denn hier? Hier ist Tapirland. Ach, da sind sie sogar. Die Tapiren. Hier der Zaun auch selber gebaut und so. Ist eigentlich ganz cool. Ach, hier wird gerade ein Gruppenbild gemacht. Ist auch ein netter Tapir-Spot. Süß. Ganz schön viele Informationstafeln zu den Tapiren. Dann ist hier immer noch Komodo-Waran-Land, ne? Ja. So viele verschiedene Musiken auch, die da spielen. Das ist schon ein bisschen cool, wie der da im Wasser schwimmt. Ich meine, nicht auf das Licht gucken, was da so ein bisschen flackert. Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Aber es sieht ja cool aus, wie der da schwimmt. Ich will, glaube ich, lieber einen neuen Waran als ein neues Krokodil haben. Kann man das sagen? Gibt es noch ein paar Waranen, die man machen kann? Okay. Gehen wir doch mal weiter. Blueprint 1 von 2. Okay. Rundweg, dann ist... Aber was ist das denn hier? Ist das ein Restaurant? Nice. Dann kann man hier sitzen und essen. Das ist cool. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das gefällt mir richtig gut. Das ist bis jetzt, glaube ich, mein Highlight, das Essensding beim Restaurant. Ich glaube, wir kamen von hier, ne? Ja. Dann hier Vivarien, die auch schick eingebaut sind. Muss man ganz ehrlich sagen, mit der lilanen Farbe finde ich das richtig gut. Der Rundweg führt den Weg, dann machen wir das mal. Blueprint 2 von 2, okay. Der Rundweg führt dort entlang. Da muss ich da lang gehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch so groß ist hier. Königstiger. Da war einer. Ein Baby. Wo läuft der denn hin? Ach, guck mal da. Eine weiße Mama. Oder ein weißer Papa. Ach, die sind zwei weiße. Cool. Das ist cool mit so einem abgerundeten Gehege, ne?
Finde ich nice. Tiger. Da schwimmt er. Cool. Das ist halt, wenn ich gerade auch ein Tigergehege gebaut habe, dann guckt man auch so ein bisschen, was hat da, was haben die anderen gemacht, ne? Ich finde das hier vorne mit den Steinen cool. Super smart gemacht, dass die Tiere nicht allzu dicht drankommen. Hier ist ein Mandrillgehege, ein Mandrillberg. Da ist ein Spielzeug im Baum, das ist vielleicht nicht so erreichbar. Aber sonst ist es cool mit dem Wasser, ne? Die kommen da ja nicht rum. Da hätte man sich auch diesen großen Zaun dann sparen können. Rundweg für den Weg, aber ich möchte gerne einmal die Insel noch ein bisschen begutachten. Da steht auch einer. Das ist eigentlich gar nicht so blöd mit der Mandrillinsel. Okay, Rundweg führt hier lang. Was ist hier drin? Elefanten. Okay, das hätte ich auch sehen können. Also ein witziges Haus. Coole Statue hier in der Mitte. Und dann geht da der eine Elefant. Da hinten geht auch noch einer. Das ist das Männchen, wie ich das sehe. Ja, indische Elefanten sind halt cool, ne? Also gefühlt hatte ich Elefanten schon wieder sehr, sehr lange nicht. Das war, weil mein letzter Zoo, den ich ja fertig gebaut habe, ist ja Zoo of Maine. Da hatte ich ja keine Elefanten. Sind aber cool. Muss man ganz ehrlich sagen. Finde ich richtig schön, die Tiere. Und gerade die indischen Elefanten sind so ein Highlight von mir. Und dann kann man hier sitzen und runterschauen. Awesome. Finde ich cool. Und das Gehege an sich finde ich auch nice. Da mit dem Wasserfall und so. Das ist schon nicht schlecht gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. So. Viele Pflanzen hier. Ist immer gut mit vielen Pflanzen. Rundweg führt hier entlang. Da darf ich nicht reingehen oder was? Achso, das ist... Hä? Ich halte mich an die Schilder. Ist wichtig, dass ich mich an die Schilder halte. Aber ich höre schon Pinguine. Und Otterlies. Dann lass einmal die Otterlies gucken. Die Zwergotter. Die ich ja lieber mag als die Riesenotter, ne? muss man sagen. Ich bin ja mehr so der Zwergotter-Typ. Als der Riesenotter-Typ. So sweet. So sweet. Und dann mit Unterwasser-Viewing hier. Jetzt kriegen die gerade Fresse. Das ist ein bisschen blöd. Das mit dem Licht ist auch ein bisschen blöd. Ich dachte erst, da hing einer dran, aber das ist dieser Anker. Ah, hier ist Angst gekriegt. Ist aber auch ein nettes Gehege. Dann Rundweg den Weg. Dann ist hier der Alligator, der Mississippi-Alligator. Ein Tier, was mir tatsächlich noch fehlt, was ich noch nicht gebaut habe. Ja, wenn man ehrlich ist, vielleicht der coolste von den Tieren, also von diesen Krokodiltieren, ist aus den DLCs. Also die ganzen Kaimane, Krokodilskaimane und das Alligator vielleicht das, was am coolsten noch ist, dadurch, dass der ja aus Nordamerika ist und so. Und dann das Gehege ist auch nett. Finde ich gut. Was war denn das da hinten? Ach, das war eine Blume. Dachte schon, da hing irgendwas. So, das da hört sich an wie so ein Pinguin-Ding. Oder fühlt sich so an wie so ein Pinguin-Ding. Rundweg werde ich gezwungen, nach links zu gehen. Ich mache das jetzt einfach mal. Achso, weil wir hier an den Pinguinen lang gehen. Die Pinguins, wo sind sie denn? Da stehen sie. Gerade die afrikanischen Pinguine habe ich ja lieber als die Königspinguine. Die auch nice sind, die Königspinguine. Was ist das für ein Gebäude da hinten? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen und da darf ich auch nicht hin jetzt. Ich gehe mir das trotzdem kurz angucken. Ach, das sind die Mitarbeitergebäude. Die europäischen, die sind aber cool. Der Zaun ist auch nice. Sehr gut.
Sehr gut, oh. So, der Manschurenkranich. Ja, da schau her. Ein Tier, was ich auch noch nicht gebaut habe bis jetzt. Sieht aber nice aus, ne? Der Kranich. Mit seiner kleinen Hütte dort. Und hier auch. Und dann der ganze Nebel und die ganzen Pflanzen hier. Sieht nice aus. Guck mal, die haben Baby. Finde ich cool. Der Manschurenkranich. Und Babirusas. Sind die drin? Eins ist drin. Ein Rusa. Ein Babirusa ist drin. Die haben aber auch ein süßes Gehege. Ist nicht so viel da, ne? Aber. Achso, die Seite hier ist auch noch Babirusaland. Genau, und hier ist dann deutlich mehr. Was auch smart ist, so typisch zoomäßig, wenn man so Inseln macht mit Pflanzen, ne? Solche hier. Pflanzen und Steine. Das macht das Gehege halt kleiner, aber macht das Ganze ein bisschen realistischer. Das mal so ganz nebenbei. Das erwähne ich auch zwischendurch mal. Und dafür sind die Zoobesuche vielleicht auch ganz gut, dass man das, dass man da nebenbei noch was lernen kann. Ne? Und sich Inspiration holen kann. Hier zum Beispiel bei den Flamingos. Ich habe echt keine Ahnung, wie lang der Zoo noch ist. Bei den Flamingos. Da drüben stehen sie. Wenn man so die Flamingos und auch den Kranich sieht und so, dann fehlt wirklich so ein kleines Vogel-DLC, ne? Muss man sagen. Vielleicht sieht der ein oder andere das ja jetzt und weiß schon, was die nächsten DLCs sind. Das wäre ja auch witzig. Leute der Zukunft. Rundweg. Jaguar. Na da, bin ich ja mal gespannt. Der wird dann hier sein. Das ist ein cooler Zaun. Da lasse ich nichts drauf kommen. Aber hier gibt es scheinbar den Jaguar. Da ist er. Weiß ich nicht, ob der Jaguar jetzt noch mit, jetzt wo der Leopard, der Amur-Leopard drin ist, ob der Jaguar noch so viele Fans hat? Bestimmt, ne? Bestimmt hat er noch viele Fans. Endlich wieder Musik. Das haben wir schon lange nicht mehr. Extra so einen Bereich nur für den Jaguar gebaut. Das war cool. Ist das auch noch Jaguarland? Ja. Das ist die Hütte für die. Und dann haben die hier so ein richtig schönes, dschungeliges Gehege. Wieder Jaguar. Ach komm mal, Rundweg führt den jetzt hier nach links. Da gibt's den Fennec. Oder die Fennex. 1, 2, 3, 4 sind hier. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alter, so viele dürfen noch gar nicht zusammenleben. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Rudel Fennex. Ne? Aber ein süßes Gehege. Mit diesen kleinen süßen Hütten hier. Das hatten die Kraniche und die Flamingos auch eben. Finde ich cool. Und unechte Steine gehen immer. Guck mal, die haben ein ganzes Dorf hier hinten. Aber gut, wenn das so viele sind. Achso, die machen solche Geräusche. Ich wollte gerade sagen, was hustet hier einer? Okay, dann gehen wir wieder nach links. Achso, dann sind wir hier bei den Vivarien. Und gehen an den Vivarien vorbei. Da muss ich mir die Tiere nicht angucken. Ich muss ja nur sagen, dass es gut eingebaut ist. Finde ich. Den Rest entscheidet ihr ja. Ganz alleine. So, Rundweg führt nach links. Dann geht's hier nach rechts. Ach so. Ja, Zebras dürfen natürlich nicht fehlen, ne? Ist ja klar. Ist das das Jaguarland? Guck mal. Dann ist es dahinter. Das ist aber. Die Wegführung in dem Zoo ist gar nicht so schlecht. Zebras. So sweet. So sweet. Nashörner, Kaffernbüffel und Zebras sind hier drin. Also, dass die drin sind, ist halt auch eine super Verbesserung gewesen, ne? Die haben halt echt gefehlt. Da hinten geht ein Kaffernbüffel und da ist ein Zebra. Zebras liebe ich, Kaffernbüffel sind okay, Nashörner ist cool. Café Afrika. Ist das auch ein Restaurant?
Nee, da sind nur Shops. Und hier ist ein Restaurant, ja, okay. Das ist gar nicht mal so dumm. Das ist irgendwie eine coole Sache. Das ist auch ein cooles Restaurant. Guck mal, die Restaurants gefallen mir fast schon am besten. Rundweg führt hier lang. Und dann Rundweg gerade vor. Guck mal, hier haben wir die Präriehunde jetzt. Verpasst. Die Prairie Hounds. Was sind denn sie? Da ist einer. Waren auch süß, ne? Als die rauskam. Ich bin echt zufrieden. Ich sag's jedes Mal wieder mittlerweile. Ich bin echt zufrieden mit der Tierauswahl. Von Planet Zoo. Der Rundweg führt weiter. Dann nach links. Also wenn wir was finden, was wir eben schon gesehen haben, dann gehe ich in die Overview. Ich wollte ja noch einen Kazuha sehen. Und hier ist er. Das ist cool, wie die das picken. Das macht wirklich Spaß. Nice. Ja, das, und dann geht's hier wieder lang zu den... Ist das auch Kazuha-Land? War die nicht eben da? Wie viele Kasuari gibt es denn? Ach, hier, guck mal, ist auch mal eingebaut, so eine Tribüne. Das sieht nice aus. Da sitze ich doch gerne und lausche dem Kasua, der Kasua-Unterhaltung. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist der komplette Zoo. Was war das hier? Ach, das war Komodo-Varan-Ding. Das, glaube ich, ist der komplette Zoo. Und ich meine, es ist aber auch reichlich für so ein Zoo, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Bei Mandrills habe ich gar nicht so mega viel geguckt. Da hätte wahrscheinlich noch was gegeben, was gepasst. Wo ging es hier eigentlich lang? Alle fragen sich das. Ach, hier hinten war eine Fennex. Okay. Ja, das war ein kleiner, aber feiner Zoo von Haifisch. Ich bin überrascht, wie lange das dann doch gedauert hat. Ich dachte, okay, bin ich ja schnell durch. Das ist kein großer Zoo. Aber auch kleine Zoos haben ihre Daseinsberechtigung und brauchen scheinbar ganz schön, eine ganz schöne Ecke. Was ist denn hier los? Hier ist ein Strauß. Und hier sind asiatische Elefanten. Sind das zwei Männchen? Ist das hier eine Zucht? Sind hier auch welche drin? Hier sind Koalas noch drin. Und da ist ein Tapir drin. Ist das noch eine Zucht? Ist das aus dem Franchise vielleicht? Oder aus dem Herausforderungsmodus? Heimliche Tierzuchten entdecken hier. Mit Guru bei. Ah ja, ihr lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, im nächsten Zoo wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin. Danke fürs Zusehen und haut erstmal rein. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Highlight war. Meins waren die beiden Restaurants. Ich fand die beiden richtig, richtig gut, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist gute Arbeit. Also, in diesem Sinne, bis dahin. Haut erstmal rein. Ciao, Leute.